Hi, ich bin Serena Gollenbaum. Ich bin Make-up-Artistin, Hairstylistin und Beauty-Coach. Und in Hollywood, da wendet man so ein paar kleine Tipps und Tricks an, um sein Gesicht noch schöner herauszuheben. Wenn du Lust auf diese Tipps und Tricks hast, dann schau dir mein Video an, denn mit den Produkten von Douglas habe ich damit diesen Look gezaubert. Bei der NARS Light Reflecting Foundation verwende ich die Farbe Valencia, um meine Haut richtig schön auszugleichen. Die Schatten in meinem Gesicht möchte ich natürlich auch ausgleichen. Die machen das Gesicht so ein bisschen müde und unausgeschlafen. Und das geht natürlich bei dem Hollywood-Glam-Look gar nicht. Dafür verwende ich den Concealer von Anastasia Beverly Hills, der Magic Touch Concealer, in der Farbe 9. Und du wirst gleich schön sehen, der gleicht richtig toll aus. Den tupfe ich entweder mit einem Pinsel ein oder auch mit dem Ringfinger. Guck mal, mein Gesicht sieht schon viel ausgeruhter aus, aber mit dem Concealer kann man natürlich auch ein ganzes Gesicht heben, senken, modellieren. Und dafür trage ich den Concealer zum Beispiel in die Gesichtsmitte, entlang der Nase, überall da, wo ich aufhellen möchte, auch gerne hier in der Ecke. Und damit kreiere ich schon mal den ersten Step für das Contouring, nämlich der hellere Teil. Und den dunkleren Teil, den zeige ich dir gleich. Erstmal wird dies hier natürlich eingetupft. Erstmal wird dies hier natürlich eingetupft, damit es sich wirklich schön mit der Haut verbindet. Mit dem Light Reflecting Setting Powder von NARS setze ich das Make-up, mache es also schön haltbar und drücke den Puder auch so richtig schön in die Foundation und in die Haut. Der Trick, der in Hollywood natürlich total viel angewandt wird, ist die Technik des Contourings. Und ich verwende dafür das Contouring Kit von Anastasia Beverly Hills, die übrigens auch in LA lebt. Und du siehst, dass ganz viele unterschiedliche Farben da drin enthalten sind. Mit den hellen kann man zum Beispiel hervorheben und mit den dunklen kann man Patin zurücktreten lassen oder dem Gesicht eine richtig tolle gesnatchte, wie man so schön sagt, Kontur geben. Und das zeige ich dir jetzt. Ich verwende dafür einen Contouring-Pinsel. Der sollte schmal sein, sodass du wirklich hier unter dem Wangenknochen einen richtig schönen Schatten kreieren kannst, der eben auch deine Wangenpartie anhebt, dein Gesicht verschmälert oder gerade hier unten am Kinn eine richtig tolle Kontur zaubert. Für meine Hautfarbe verwende ich dafür einen mittleren, kühleren Farbton. Und dann gehe ich von meiner Kontur direkt unter den Wangenknochen. Und ja, man macht dabei so ein Gesicht, weil dann kannst du es nämlich richtig schön erkennen, wo dein Wangenknochen aufhört und wo du da untergehen möchtest. Also, guck mal, und dann kannst du schon sehen, wie der Wangenknochen so ein bisschen nach oben kommt. Das gleiche mache ich natürlich hier unten, das ist besonders wichtig, so ab 40 plus, 50 oder darüber hinaus. Einfach wenn diese Wangenpartie etwas weicher wird, dann kann man hier einen richtig schönen Schatten setzen und das Gesicht sieht etwas gesnatchter aus, wie man heutzutage so schön sagt. Cool ist diese Technik des Contouring auch, wenn du deine Nase etwas schmaler haben möchtest. Und zwar setze ich den Contouring Powder an der Seite der Nase auf und hier in der Mitte. Und dann kannst du dir ein wirklich kleines Hollywood-Näschen kreieren. Mit dem hellen Puder in der Contouring Palette hältst du auf. Also diesen etwas gelblichen Puder hier setzt du unters Auge.
Mit diesem hellen Puder kannst du wiederum Stellen aufhellen, die so ein bisschen schattiger aussehen. Und mit diesem Puder hier und mit diesem Puder hier kreierst du den Glow. Und den setzt du auf den Wangenknochen, unter die Augenbrauen und auf den Nasenrücken. Also alle Partien, die du anheben möchtest. Meine Augen betone ich mit der Lidschattenpalette von Zoeva, und zwar die Kakao Blend. Da sind richtig schöne Naturtöne drin. Und ich verwende als erstes den, der Name ist schwierig, warte, Substitute for Love. Und den setze ich direkt in meine Lidfalte. Und um die Ecke etwas anzuheben, verwende ich den Subtle Blend. Das ist so ein schöner, warmer Braunton. Den gebe ich in die Ecke meines Auges. Das hebt das Auge optisch ein bisschen an. Und das gleiche mache ich natürlich auch an der unteren Wimpernlinie. Denn in diesem Video geht es ja all about Tricks, oder? So, und jetzt werden noch die Wimpern getuscht, und zwar mit der Wimperntusche von Morphe Make It Big. Ganz nach dem Motto: Go big or go home. Und natürlich auch nicht die Wimpern unten vergessen, denn das öffnet deine Augen. Ein großer Hollywood-Trick ist das Overlining der Lippen. Und zwar lässt du dir damit deine Lippen wirklich voller und auch ein bisschen größer aussehen. Und ich zeige dir jetzt mal genau, wie es geht. Als erstes verwende ich einen dunkleren Konturenstift. Ja, hello 80s, die Technik ist allerdings richtig gut. Und zwar ist mein Konturenstift von Anastasia Beverly Hills und die Farbe heißt Cool Brown. Und damit gehe ich von außen wirklich an der allerletzten Stelle der Lippe entlang. Du siehst schon richtig hier hinter dem Lippenwall. Guck mal, der Unterschied. Und die Linie verwische ich jetzt mit so einem Lippenpinsel. Dann wird diese Lippe übergepudert. Dann wird die Lippe mit Lippenstift ausgefüllt und ich verwende hier von Morphe Matt Wifey. Das trage ich aber mit dem Lippenpinsel auf. Und in die Mitte gebe ich den Lippengloss Pop, auch von Morphe. Und ich habe dir jetzt extra mal die eine Seite nur gemacht, damit du sehen kannst, was für einen Unterschied diese Hollywood-Technik hat. So, jetzt noch etwas Blush auf meine Wangen geben für more Freshness. Und zwar verwende ich dafür den Blush von Kylie Cosmetics und der heißt Baddie on the Block. Wie gefällt dir mein Hollywood Glow Make-up Look? Mit den Tipps und Tricks und den Produkten von Douglas kannst du so dein Gesicht richtig schön herausholen und strahlen lassen.